Fischmehl. Ein Rohstoff, der Karpfenanglerträume wahr werden lässt. Fast 5 Millionen Tonnen werden jedes Jahr produziert. Aber wie viel davon landet eigentlich in Boilies? Fischmehl ist zweifelsohne eine der wichtigsten Zutaten in Karpfenködern. Wir wollen wissen, wie es produziert wird, welche Historie das Mehl hat und warum es als Bestandteil in allen Arten von Fischfutter nicht wegzudenken ist. Dafür machen wir eine Reise. Besuchen 4 Boilie-Produzenten und Deutschlands einzige Fischmehlfabrik an der Nordsee. Begleitet uns auf der Suche nach Antworten und Eindrücken hinter die Kulissen der Fischmehlverarbeitung. Mein Name ist Markus Beckmann, ich bin der Betriebsleiter hier in der Fischmehlfabrik in Cuxhaven. Wir möchten euch mal zeigen, wie man Fischmehl produziert. Also Fischmehl hat schon auch eine große Historie beim Karpfenangeln. Ich bin bekannt als Vielfütterer. Da ist nochmal Fischmehl der wichtigste Bestandteil. Welches Fischmehl ist unserer Erfahrung nach das hochwertigste oder das beste? Wenn du sagst, dass es sehr dunkel ist und stark raucht, dann denkst du viel, oh geil, geiles Fischmehl. Eine Forelle, die wird mit Erbsenmehl nichts. Nee, die schmeckt wahrscheinlich in der Erbsensuppe nachher. Nichts ist schlimmer, als wenn wir Salmonellen im Fischmehl haben. Weil das wird wöchentlich überprüft und haben wir Salmonellen drin, muss die ganze Charge nochmal nachsterilisiert werden.